Ich habe mir für diese Folge zwei Sachen vorgenommen. Einmal will ich endlich den Kochtopf bauen. Das ist ja auch schon eine ganze Weile her. Und ich will das Zelt bauen. Und davon will ich mich jetzt auch nicht ablenken lassen. Das heißt, die zweite Fleischstatue, das Projekt ist erstmal auf Eis gelegt. Dafür schmeißen wir alles einfach hier. Oh, ist voll. Okay. Alles hier wieder rein. Dann werden wir wenig Platz haben. Und wir brauchten Kohle für den Topf. Wir brauchten 3 Steine. Also geschliffene Steine. Das können wir also gar nicht machen. Das ist jetzt doof. Okay, also eine Sache von den vorgenommenen Sachen kann ich schon mal nicht machen. Wie sieht es mit dem Zelt aus? Wo war das Zelt? Hier. 3 Seile. Haben wir noch Seile? 1. Oh, die restlichen können wir schnell machen. 2. 3. Was brauchen wir noch? Kein Backpack. 15 Spinnenseide. Das ist eine Menge. Aber wir haben 18. So, unser Schweinchen ist wieder da. Das bringen wir jetzt einfach mal um. Vorher lassen wir den Rucksack hier. Nur für den Fall, dass es ein bisschen härter ist als gedacht. Und dann teste ich jetzt mal, ob wir es wirklich jeden Tag umbringen können oder ob das zu gefährlich ist. Das ist absolut nicht gefährlich. Sehr schön. Rucksack wieder angezogen. Zap, zap. Ja, da denke ich mal, können wir auch 2 gleichzeitig von haben oder wird das dann zu viel? Also eben gerade war es hier kein Problem, weil uns nur einer gleichzeitig angreifen konnte. Da müssen wir noch überlegen. So, wir wollten jetzt den Kochtopf nicht, wir wollten das Zelt und dazu brauchten wir was? Ich lasse mich echt viel zu leicht ablenken. Zelt? Wieder in die Nähe der Maschinen. So. Bucknet Tent. 200 Punkte brauchen wir dafür. Das wiederum ist ein Problem. Na gut, dann trenne ich mich mal ganz kurz von meinem Sammelwahn. Schmeiß das hier auf den Boden. Sammle das ganze Spielzeug ein. Und das kommt alles in die Maschine. Das müsste mehr als reichen. So, die Flash Gordon Rakete. Der Gartengnom. Roboter. Und der Grotsche Knoten. So, mehr als genug. Jetzt hätten wir gern das Zelt. Jetzt sacken wir die Sachen wieder ein. Obwohl ich die Kohle einfach mal neben dem Feuer lasse. So. Und bauen das Zelt. Das ist alles so nah beieinander. Aber ja, ich denke mal, wenn hier irgendwo ein Feuer ausbricht, ist eh alles zu spät. Also setzen wir das Zelt mal dahin. So. Das können wir jetzt benutzen. Ich denke, ich benutze es lieber erst, wenn es dunkel wird. Und dann müssen wir mal gucken, was genau es macht. Weil dieser Schlafsack war ja auch dafür da, in der Nacht einfach die ganze Nacht überspringen zu können. Nur hat man dadurch anscheinend sehr viel Hunger bekommen und es wurde verbraucht. Wenn das Ding da jetzt automatisch verbraucht wird, dann wäre das ganz schön unfair, weil das braucht tierisch viele Ressourcen. Obwohl, ich gucke einfach mal ganz kurz jetzt, was passiert, wenn wir jetzt so reinspringen. Sicherheitshalber mache ich mal ganz kurz das Feuer an. So. Nur für den Fall, dass wir jetzt bis zur Nacht überspringen und dann im Dunkeln hocken. Oh. Ich kann den Charakter wechseln? Ernsthaft? Ich will jetzt nicht irgendwas falsch machen. Also ich wähle einfach nochmal Wilson aus. Und wir sind wieder da. Mit unserem Inventar. Ist das sehr irritierend. So, könnten wir quasi einen Bankchar erschaffen? Also ich gehe nochmal in das Zelt und wähle Willow aus. Nein! Okay. Also unser Inventar ist da. Das Zelt ist weg. Und wir sind jetzt Willow. Okay, das ist ein nettes Feature.
Aber das ist gerade sehr verstörend. Ja. Also das. Ja. Gut, jetzt wachsen wir kein. Jetzt kriegen wir keinen Bart mehr. Dafür können wir nachts Feuer anzünden und unser Lager abbrennen. Ja, es wird spät. Ich sollte ein Feuer machen. Ja, nee, nee, Willow, dich kenne ich. Wenn du ein Feuer machen willst, dann zündest du gleich alles an. Nächste Priorität. Ganz großes Feuer machen. Nein, nächste Priorität. Wir sollten ein neues Zelt bauen. Und ganz schnell wieder zu Wilson zurück. Also, Zelt geht zurück zu Zelt. Dazu bleibt bei der Maschine stehen. So, Zelt. Wir brauchen drei neue Seile und 12 weitere Spinnenseide. Und Willow hat Hunger. Sie sieht sehr komisch aus. Jedenfalls beim Essen. So, das kochen wir noch. Also 13 Spinnenseide und ein paar Seile. Die Seile können wir kurz herstellen. Aber ihre Stimme klingt cool. So ein bisschen vogelhaft. Ja, nicht so ein Vogel wie eben gerade. So, Inventar ist immer noch ein Problem. Und ich hoffe einfach mal, dass sie jetzt hier kein Feuer startet, weil genug Licht da ist. Ich habe sie ja schon einmal gespielt, auch wenn es nicht wirklich lange gehalten hat. Ich kann euch ja mal ganz kurz demonstrieren, was sie kann. Sicherheitshalber ziehe ich mal das Amulett an. So, also wenn Willow jetzt ganz im Dunkeln ist, also hier, vielleicht sogar noch einen Ticken weiter. Hier, es ist so dunkel. Gleich kriegen wir Schaden. Zack. Was war denn das? Und sie macht ein Feuer. Das brennt jetzt für eine Weile, nicht sehr lange. Aber. Nee, komm, komm, komm. Ja, genau, was war denn das? Der Haken ist halt nur, man weiß nicht, wo man steht. Man weiß nicht, was um einen rum ist. Und sie zündet dann einfach das an. Und so kann mal ganz schnell ein Waldbrand entstehen und das greift dann auf das Lager über und so. Das ist mir echt zu unheimlich. Sie würde ich echt nur spielen, wenn wir irgendwas erforschen wollen. Also wir könnten jetzt da komme ich auf eine Idee. Eine gefährliche Idee. Und eigentlich würde ich ganz gerne noch ein paar mehr Sachen erforschen, bis ich die gefährlichen Ideen angehe. Denn es wäre echt schade, wenn wir jetzt sterben würden, nur wegen irgendwelchem Blödsinn. Aber ja, meine gefährliche Idee, die ich jetzt gerade hatte, da wir gerade Willow haben und es recht kostspielig ist, immer hin und her zu wechseln, wir könnten einfach mit Willow uns gut ausrüsten und loslaufen. Und laufen 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 und gucken, wo das Ende der Welt ist. Also ganz so weit kommen wir wahrscheinlich nicht, aber die Welt müsste begrenzt sein. Das ist nicht so wie in Minecraft. Die Welt müsste begrenzt sein und irgendwann gibt es ein Ende. Also ich habe schon Leute im Forum jammern hören, dass die Ressourcen irgendwann ausgehen. Das will schon was heißen, wenn man so bedenkt, was hier so auf der Karte ist. Also ja, ich denke, ich scroll mal ein bisschen. Ja, ich habe keinen Bezugspunkt mehr. Also hier ist unser Bezugspunkt, eine Insel. Jetzt scroll ich mal. Ich fange unten mit der Maus an, ziehe einmal hoch, ziehe zweimal hoch, ziehe dreimal die Karte hoch. Also runter. Jetzt ziehe ich das Ganze wieder hoch und guck, ob das wieder dreimal ist. Wenn ja, dann geht es nach unten weiter und wenn nicht. Einmal ziehen und die Karte ist schon wieder auf dem Punkt. Das heißt, hier unten, also hier unten ist irgendwo Ende. Da ist also der Kartenrand. Das heißt, so viele Inseln können es gar nicht mehr sein. Nee, komm, das lasse ich. Ich will kein unnötiges Risiko eingehen. Nicht solange wir noch genug andere Sachen zu tun haben. Und meine Forschungsliste ist lang mit dem Ausprobieren. Also überstehen wir jetzt einfach die Nacht und versuchen, am nächsten Morgen möglichst viel Spinnenseide zu möglichst viel Spinnenseide zusammenzubekommen. Genau, leg dich schlafen, du Scheißding. So. Ist gleich gekocht und gleich gegessen. Aber ja, also am nächsten Morgen, also jetzt, gehen wir los und jagen Spinnen. Dazu brauchen wir Stöckchen, wir brauchen Gras. Wir brauchen viel mehr Gras. Und wir nehmen gleich mal ein Schweinchen mit. Einfach nur so als Testsubjekt, wie stark die gegen Spinnen sind. Und er fragt mich gerade, wer ich bin. Ja, stimmt. Ihr kennt eigentlich immer nur Wilson, ne?
Ja, ich bin Wilsine. Nicht so wirklich. Ich bin Willow. Willow mit dem Amulett. Also wir haben Stöckchen, wir haben das. Die Spinnenseide, den Slot brauchen wir. Den Helm können wir hier lassen. Auch mal einfach so auf dem Boden. Ich denke, der wird nicht geklaut. Es gibt ja niemanden außer uns hier. Was auch ein wenig verstörend ist. Ah doch, es gibt diesen komischen Mann, der uns am Anfang geweckt hat. Aber ja, es gibt nicht allzu viele Leute hier außer uns. Das kommt schon nicht weg. So, du kommst mit. Ich liebe Fleisch, du bist Freund. Jo. Dann kommen wir ein bisschen schneller mit. Beeren können wir auch mitnehmen. Und dann brauchen wir... Dann brauchen wir 15 Spinnenseide, das wird knapp. Wir haben 18 Stöckchen, 32 Gras. Wie viel brauchen wir für eine Falle? Wo ist die Falle? 8 Gras. Wie viel haben wir? 32. Oh, das passt ja genau. Können wir 4 Fallen bauen. Und den Rest gucken wir mal so. Ich kann dann auch gleich mittesten. Oh, du kommst mit. Kann dann auch gleich mittesten, ob das Amulett vielleicht doch ein wenig Schutzwirkung hat. Also erstmal wieder Falle aufstellen. Falle bauen, Falle bauen. Falle bauen. Falle bauen. So, und die sollten nicht so nah beieinander stehen, sonst werden sie ausgelöst, obwohl nichts drin ist. Das hatten wir ja schon mal. Da, da, da. Okay, das Schwein hat uns gerade seine Liebe deklariert. Das ist ein wenig irritierend. Zing. So. Also es geht schon mal nur eine Spinne auf ein Schwein. Aber das Schwein schafft die Spinne. So, wieder ein Schwein, eine Spinne. Und ich habe 17 Trefferpunkte als Schaden bekommen. Und das Ganze gab jetzt nur eine Spinnenseide. Und jetzt gehen... Oh, das sind viele Spinnen. Und die lassen mich jetzt wohl in Ruhe. Okay... Also mit Amulett 17 Trefferpunkte Schaden. Ich esse mal kurz was. Oh, ich werde eine Menge mehr essen müssen. Miam, 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 miam. 90. 90 kann man sich gut merken. Also, wir pieksen das jetzt an, lassen alle eine Falle laufen, bis eine Spinne übrig ist. Die Spinne greifen wir an und gucken, ob wir nur einmal geschlagen werden. Und dann gucken wir, ob wir wieder 10 Trefferpunkte Schaden bekommen. Oder waren es 13? Mensch. 17 oder 13, eins von beiden war's. Und der doofe Vogel. Na gut, müsste trotzdem hinhauen. Also. 4 Spinnen. Warum geht ihr nicht in die Fallen rein? Okay, ich habe gerade noch etwas rausgefunden, was der Patch bewirkt. Spinnen fallen nicht mehr auf Fallen rein. Komm, geht mal zurück in euer Nest. Ja, oh, das klappt sogar. Das ist praktisch. Geh mal da an dein Nest zurück. So, 2 Spinnen. Wir sind bei 90. So, jetzt hau mich einmal. Wir haben immer das Amulett an. Also ja, es waren 17 Trefferpunkte. Das muss kurz weg. Wir sind bei 93. So, töten. Wir sind jetzt bei 57. Ich brauche einen Zettel. Also nee. Okay, jetzt kriege ich den Kopf hin. 90 minus 17 sind 73? Okay. 73 minus 57 sind 23 minus 7. Das sind 16. Das heißt, wir haben weniger Schadenspunkte bekommen ohne Amulett. Nee, komm, da muss ich irgendwo verrechnet haben. Ja, das sammeln wir mal wieder ein. Ich brauche mehr Fleisch und ich brauche einen Zettel und einen Stift. So, Amulett. Aber das machen wir alles morgen anscheinend. Da es jetzt schon wieder zu spät wird. Das war nicht sehr produktiv. Na gut, wir haben gelernt, dass ein Schwein wahrscheinlich 2 Spinnen töten kann. Danach kriegt er so viel Schaden. Wir haben gelernt, dass das Amulett nicht kaputt geht. Und wir haben gelernt, dass Spinnen nicht in Fallen tappen.
Was, finde ich, schon mal eine sehr wichtige Information ist. Das war ja vorher doch recht praktisch. Da wir einfach ganz viele Fallen aufstellen konnten und dann alle Spinnen wecken. So, alle Fallen sind ausgelöst. Das ist nicht gut. Wo ist die Kohle?